Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer 40k Dark Tide. Mit dabei ist wieder Seth. Hi! Und wir machen mal Stufe 3 Energiematrix. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ich bin fatalistisch. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch drauf, weil Level 2 ist halt auf normal, also ohne jetzt viele Gegner, halt schon so ein bisschen langweilig. Bisschen. Die letzte war zwar aufregend, aber vor allem deshalb, weil sie einen Modifikator hatte, der die Spawnrate der Gegner erhöht. Das heißt, es war einfach überall mehr los. Das war aufregend. Sind wir hier ganz alleine? Sind wir schon wieder nicht zusammen? Bei mir bist du mit dem Boot. Ja? Okay, bei mir bin ich ganz allein. Aber sonst niemand. Traurig. Vielleicht haben wir jetzt zwei Bots dabei. Ja, vielleicht sollen die dann noch nach. Dann können wir gar keinem die Schuld geben, das ist doof. Wir geben den Bots die Schuld. Okay, die Bots sind kacke. Die Bots sind super kacke. Seht ihr dann, wie die rumlaufen? Nachher sind die besser als wir und ziehen uns durch. Das wäre voll traurig. Großer Gott, ja, das wäre durchaus möglich. Nachher gewinnen nur die Bots und wir sind tot. Ja. Dann können wir aber die KI loben. Nee, es sind vier Spieler. Ah, wir sind schon wieder. Hotjoin sind wir. Dann müssen wir mal hinterher. Oh Gott, die sind aber ganz schön weit weg. Ja, super weit. Warum spawnen wir denn nicht direkt bei denen? Das ist irgendwie sinnlos. Ich hab keine Ahnung. Laufen. Ein Hündchen. Ja, ist es hinter uns oder ist es. Ich glaube, das ist bei denen, oder? Oh nein, das ist hier. Ne, es ist bei denen. Ah, okay. Das klang so nah gerade. Ja. Hi. So, hier müssen wir es durchziehen. Hm. It's humbling to see such devotion. This correct direction. Oh, God. Nein, ich bin runtergefallen. Doof. Kann man mir helfen? Also ich hänge hier noch. Schwierig, weil der Plague auch direkt über dir steht. Oh, ja, ja. Danke dir. Hab mich fast getötet. Ja, wir machen irgendwas. Also, er kriegt ja Schaden. Ha, ich hab ihn! Er ist tot. Ich hab ihn gekillt. Ha, Platz. Nice. Okay, das ist sehr gut, glaube ich. Das ist ein total beschissener Start, den wir haben. Also, ich war super. Ihr müsst von der Klippe gefallen, bis ich dabei gestorben bin, dich zu retten. Aber dann habe ich den Seuchen-Dings gekillt. Ich bin nicht an mein Soll getan. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Der ist gut. Ja, wir müssen den mal retten, das ist doch scheiße. Ich hab mal das Viech hier gekillt. Oh, ist aber viel los. Au, ich komme nicht mehr weg. Okay, wow. Wir werden gerade massakriert. Wow. Jetzt hab ich noch so ein Ding ins. Wow, was ist denn hier los? Immer die letzte. Also. Ja.
Ich kann aber nichts machen, ich werde die ganze Zeit von so einem Ding durch die Gegend. Ja, schon klar. Das war eine kurze Runde. Ich lebe noch. Noch ist die richtige Wortwahl. Ja, wir beide, wir nicht mehr. Wir müssen alle gerettet werden. Zweifelst du ein bisschen, dass ich hier rauskomme? Platz dich nicht. Ach, Lasanne, der Bot lebt auch noch. Ja, der Bot ist... Ja, da ist jemand gedroppt. Und deswegen... Ja. Lebt die noch? Nein. Also, ich glaube, da ist jetzt ein Bot gespawnt an ihrer Stelle. Ja, und ich meine, aber der Bot lebt an ihrer Stelle. Oh, ich komme hier nicht raus, geht nicht. Und der Bot macht nichts. Der so rennt. Wir sind übrigens hier um die Ecke, du bist nicht weit, aber hier sind ganz viele Gegner. Ja, ich komme aber nicht hin. Ich habe halt kaum noch HP. Hier ist auch ein Poxflamer. Also ich würde aufpassen, wenn du herkommst. Ja, ich... Das wird nix. Ach, hi! Ah, da ist, da gerade ein Spieler gedreht. Ja. Oh, was für ein Glück wir haben! Nicht so hektisch, nicht so hektisch, schön vorsichtig. Oh, ich bin ein Scheiße tot. Ja, ich bin scheiße tot. Oh, scheiße, ein Netz. Oh nein. Nein, nein. Oh nein. Oh, wieso muss das ein Netz gewesen sein? Oh, der tut mir aber auch leid, der jetzt hier reingespawnt ist. Ja, das haben wir total verkackt. Was war das denn? Da kamen ja nur Riesenviecher von überall. Was? Das war doch Level 3, sag mal. Ja, was? Au. Also das hatten wir aber auch noch nicht, dass Level 3 so abgefuckt war. Wow. Ich würde sagen, Folge zu Ende. Nein, wir machen natürlich nochmal. Es gab halt auch keine guten Missionen. Es gab nur so Level 2er Missionen, die doof sind und Level 3. Wir müssen 3 uns nicht rechtfertigen, wir haben einfach verkackt. Aber das hier war auch gerade hardcore. Also da war halt alles Riesiges dabei. Erst dieser riesige Seuchenogrin, dann noch die ganzen anderen Viecher, dann der Typ mit der Rüstung ja, und Flammenwerfer und keine Ahnung was alles. Das lief nicht gut. Da war alles. Ja, aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Also auch nicht bei den anderen 3ern, die wir gespielt haben. Auch nicht die, wo wir verreckt sind. Also das hier war ja das Schlimmste gerade. Wow. Und wir waren darüber hin, dass ein kleines bisschen scheiße. Ich hab mir echt... Hey, ich hab den Seuchenogrin gekillt, also komm. Ja, du hast das toll gemacht. Ich war scheiße. Also wir könnten auch Energiematrix Level 3. Willst du nochmal in der Folge jetzt? Station Oblivion. Ich glaube nicht, dass das jeder... Also ich glaube, wir hatten gerade einfach extrem viel Pech, oder? So viel Pech kann man gar nicht haben. Also nicht wir zweimal. Waren auch ein kleines bisschen scheiße. Ich hab den Seuchenogrin gekillt. Ja, das war gut. Wir können auch das andere machen, Waschstation und Oblivion Level 3. Also ich möchte nicht nochmal Power Matrix Level 3 machen. Dann Waschstation? Probieren? Gott, ja, probieren. Ja, okay. Komm, ich weiß, einfach mal ausprobieren. Wir müssen halt auch ab und an mal eine Stufe höher ausprobieren, sonst wissen wir ja nicht, ob es klappt oder nicht. Ja, wie wahrscheinlich gesagt, klappt das schon, wenn wir ein gutes Team haben und die uns ein kleines bisschen zerren. Vor allem, wenn man nicht so viel Pech hat wie da gerade. Also, und vor allem halt, auch, dass bisschen, die immer weg waren. Ich merke halt, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich für die Fernkampf-Dullis tatsächlich 2 Schüsse brauche. Das macht einen Unterschied. Hm. Ich werde, Level 2 macht halt wirklich keinen Spaß mehr so wirklich. Da ist so wenig los. Nee. Das ist halt immer, die Musik geht los und dann ist auch schon wieder weg. Das ist traurig. Ja. Ich will Musik. Wir spielen das hier nur, ja, um lange Musik zu hören. Weil wir uns keinen richtig Spotify leisten können. Ja, wir sitzen nebeneinander. Mhm. Toll. Okay, bin gespannt. Vielleicht haben wir jetzt nicht ganz so viel Pech wie gerade eben. Vielleicht ist auch Level 3 immer so und wir hatten die anderen Male nur extrem viel Glück, auch in denen, wo wir gestorben sind. Oh ja, das kann auch sein. Und das ist eigentlich die Normalität. Ich war halt doof, ich wollte irgendwo reinrennen, um den zu retten und dann ist er vor meinen Augen quasi tatsächlich richtig gestorben und ich dann auch. Das war doof. Okay, zu dritt. Zu viert.
Warum ist der vierte da oben? Weil der schon gestartet ist. Wir sind wieder an sein Spiel rein. Ist das ein gutes Zeichen, dass der ganz allein ist? Weiß ich nicht. Er hat alleine angefangen. Das heißt, er ist mutig. Ja, oder drei Leute sind weggespawnt, weil er kacke ist. Das wäre auch möglich. Warte mal. Ah, ich krieg schon wieder die Waffe. Ach, mein Stab ist ein anderer. Oh, ich bin so doof. Ich hab das vorher nicht gepeilt. Mein Stab ist ein anderer. Ja, Leute, ich habe einen neuen Stab, wie ihr seht. Ich habe verplant, dass der dann gar nicht mehr das gleiche kann wie der andere vorher. Okay, was kann der denn jetzt? Ich bin... Ich bin Ziff. Ich hab Machtblitze. Geil. Das ist ziemlich cool. Ja, das finde ich nett. Okay, aber daran muss ich mich jetzt erst gewöhnen. Ich dachte vorhin die ganze Zeit, ich hätte die falsche Waffe in der Hand. Ach Gott. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte immer halt G, also nichts in der Hand quasi. Aber mit Verlaub, wenn du die Waffen kaufst, dann steht da, was die tun. Ich hab einfach total vergessen, dass ich einen neuen Stab hab. Ich hab's vergessen. Stimmt, du hast letzte Woche gekauft, ne? Ja, es war vor einem Monat gespielt haben. Also vorhin vor 3 Minuten. Gott. Hier tut alles so weh. Wieso tut hier alles so weh? Wir werden vielleicht doch erstmal ein Level 2 Spiel machen müssen, damit ich mich mit meinem Stab hier anfreunden kann. Aber okay. Jetzt auf einmal willst du Level 2 machen. Ja, na, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich nicht mehr. Ich weiß noch nicht, in welchem Radius die Blitze funktionieren und wie groß ich sie aufladen. Oh Gott! Hilfe? Ja, ich sehe schon. Bitteschön. Biege um die Ecke und laufe einem Fallensteller in die Arme. Ist Brack ein Bot oder? Nee, ist keiner am Bot. Na, nicht? Na cool. Ich muss jetzt mal wieder zu euch hinkommen jetzt. Okay, da seid ihr. Okay, das wird jetzt lustig, Leute. Den Stab jetzt spiele ich wirklich zum ersten Mal. Also ich muss jetzt wirklich gucken, wie der funktioniert. Scharfschütze. Ist er gut? Ja, ist er. Gott, so viele Shotgunner. Shake it off, soldier! Make it fast. I've debts to pay. You should be. Das war nicht die beste Stimme. Hawkwalkers! I hope you're ready. Horde. Ja. Von hinten. Das ist cool. Ich glaube, das gefällt mir besser als das vorher. Ich glaube auch, dass dir das besser gefällt. Das ist weniger schwer zu handhaben. Ja, vor allem, das macht gleich was. Also da hat man viel schneller einen Effekt. Schön. Das ist ein Crowd-Control-Ding. So, viele schwache Gegner, bam, die grillst du. Bombe. Tot. Ich werde immer so nervös, wenn ich das Ding von der Bombe mache. Ja, ich auch. So ist es gedacht. Deswegen macht es so ein tickendes Geräusch. Ah, so. Und noch ein Honi. Ich hab beide gekillt. Nee, nicht gekillt. Ich bin weggelaufen. Ha. Interessant. Da kommen sie wieder. Kann sie leider nicht killen. Jetzt. Dankeschön. Einen habe ich mal am Kettenschwert totgeprügelt. Mhm. Tierquälerei, musst du sagen.
Nö. Obwohl, die sind schon ein bisschen putzig. Also das Heulen ist schon ein bisschen putzig. Nein, sind sie nicht. Hast du die mal aus der Nähe gesehen? Die sind abscheulich. Komm. Auch solche Hündchen haben ein Recht zu gewinnen. Nein, haben sie nicht. Es ist dämonisches Gewürm. Also, entschuldige bitte. Okay, ich werde jetzt den Weltbestseller Warhammer 40k Roman schreiben, wo eine Freundschaft zwischen einem solchen Hund und einer, ja, was nehmen wir mal, einer Inquisitorin. Das wird das, der Gesellschaftsroman des 21. Jahrhunderts. Es geht um Toleranz. Oh, und Liebe unter widrigen Umständen. Und außerdem ist Inquisitorin in einen Ork verliebt. Und ihr bester Freund ist ein Tau. Sag Gott. Alles dabei. Da kommt was rum. Aua! Du musst dich mal heilen. Ja, es war nichts da. Warte mal, ist da jetzt was drin? Ach so. Ja, hier ist doch was drin. Ja, gerade eben war da noch keine Batterie drin. Wir haben so ein Ding geholt. Ja, hab ich ja nicht gesehen. Ich hab doch gerade meinen Gesellschaftsroman geschrieben. Gott, kann das Ding endlich mal sterben? Kannst du mal dem Ding hier den Kopf platzen? Kann ich gar nicht, bin über. Okay. Ich höre immer nur Ausreden. Ich hab den schon ein paar Mal geplatzt. Aber er stirbt nicht von einem Mal. Was? Warum? Geht, das ist ein bisschen witzig. Passiert. Ich finde das schon cool, wie die Sache durch die Gegend spritzt, wenn ich was, wenn man was tötet, ne? Das macht Spaß. Aber wir sind super zivilisiert, in Wahrheit. Also, nicht, dass jetzt einen falschen Eindruck gewinnt. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Ich mag den Stab. Brack da hinten. Was ist mit dem? Großer Gott. Warum? Warum? Zurück. Das ist nur ein Vorspiel zu eurer unvermeintlichen Freundschaft. Ich weiß, er hat dich angesprungen, um dir das Gesicht wegzubeißen, aber das ist nur ein Zeichen von seiner Unsicherheit. Ich werde ihn zähmen. Irgendwann wird er mich lieben. Ja, du musst ihm nur genug Sicherheit geben. Dann wird er aufhören, dich fressen zu wollen. Ich stab jetzt schon wieder. Einfach so voll. Ich hab gerade überlegt, dass unsere Hauskatzen uns nur deshalb nicht fressen, weil sie es nicht können. Meinst du, wenn sie also größer wären, würden sie es tun? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dann würden sie es versuchen. Irgendwie deprimierend, oder? Es gibt aber auch Tiger, die mit ihren, Leuten kuscheln. Ja, weil die immer gut gefüttert sind. Aber so ein bisschen fehlt mir auch von dem anderen Stab dieses Explosiv, muss ich zugeben. Also Blitze sind ja voll cool, ehrlich? Aber...
die Resultate, die du mit dem Ding erzielst, sind besser. Glaub mir das einfach. Ja, ist cool, weil die sind auch so ein bisschen, die sind nicht nur, dass sie Schaden macht, sondern sie sind auch so ein bisschen gestunt. Das ist schon nett. Eben. Oh. Aua. Hab mich nicht. Ja, wir warten hier kurz. Oh Gott, die nächste. Ja, da bauen wir mal weg. Waffen so unterschiedliche Fähigkeiten machen. Das ist schon gut. Yep. Also nicht nur stärker oder so, sondern auch wirklich verschiedene Fähigkeiten. Wenn du den Bomber siehst, Platz in den Kopf. Ich muss das mal gut weg. Oh, schöne Musik. Nein. Irgendwo oben. Oh Gott, nein. Nein, Beste. Ist jetzt auch noch. Ja, natürlich. Wir haben gerade genug zu tun. Oh Gott. Pass auf, Papp! Ja, ja, Papp. Oh Gott. Wieso zum hier? Was hab ich dir getan? Hi. Komm an dem Viech nicht vorbei. Ich werd gefressen. Ich glaube, es mag mich nicht. Was, bist du in seinem Bauch gerade? Ja, ja, ich chill hier so. Okay. Ist schön. Ist so schleimig. Ja, hier ist eine Medicare Station in der Nähe, also keine Sorge. Da hab ich ausgepackt. Gut. Das war's. Warten wir mit dem Heil mal, bis das Vieh tot ist. Was seid ihr denn? Wie geht ihr denn hin? Schon wieder? So. Ist das ein Schatten oder ist er nicht? Oh, da ist ein, pass auf, rechts von dir. Oh nein, ernsthaft? Okay. Natürlich, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott, das ist scheiße. Ich sage sehr oft, oh Gott, da, niemand hilft mir. Ich werde gerade von Schleimy verfolgt. Ich habe ihm auf den Rack zurück. Gleich ist es tot, gleich ist es tot. Nein, 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 stopp. Oh, es ist nicht gestorben. Aber ich habe den Bomber gekillt. Danke. Schleimbest ist tot. Das ist unerfreulich. Aber war spannend. Ja. Also man muss schon sagen, die Level 3 Sachen hier sind schon echt cool. Da ist halt mal wirklich was los. Oh. Die Medical Station ist alle. Wieso? Wie? Durch wen? Ich weiß es nicht, ich bin fast tot. Also ich weiß es nicht. Ich hab nichts davon gesehen. Auch nicht. Jetzt geht Brack wieder sonst wohin. Ich hasse, wenn wir den einfach abhauen. Ich glaube, der geht nur hier nur rum, weil er nach Mini noch guckt. Da ist er. Muni? Oh. Das hilft uns nicht. Wir brauchen... Oh, er hat's gedroppt. Was? Warum? Weiß er nicht, dass es das Lila nicht wegmacht? Ich hab keine Ahnung. Kannst du den Scharfschützen? Ich
glaube ich, Angst. Hier habe ich schon mal ein Dingens geholt. Die Bodenwirt. Ja, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Nee, das wäre jetzt richtig doof. Wie lang kann der Blitz? Okay, bis da. Zwei davon, oh Gott. Verdammt. Ja, ich mach gleich. So, ist tot. Oh, jetzt hab ich so ein größeres Viech hier. Hilfe. Hier ist so viel los. Ja, ich bin aus Versehen gestorben. Ich hab nicht auf meine HP geguckt. Ich hatte wohl keine mehr. Ja, okay. Wir sind alle tot. Oh nein. Oh nein, das ist so doof. Oh, okay. Wie ärgerlich. Ja, so ganz plötzlich kam das. Ja, das war's. Okay. Und verhofft. Hm. Jetzt haben wir zweimal in Folge verkackt. Ich glaube, das reicht für ein Video. Ja, ist okay. Ja, passiert. Ja, passiert. Ich glaube nicht, dass unsere Zuschauer, die das Spiel hier überhaupt spielen, auch jedes Mal gewinnen. Also, garantiert nicht. Und wie gesagt, man muss halt mal ausprobieren, ne? Okay, Leute. Drake hat gebitcht. Wie nett. Was hat er? Drake hat rumgebitcht. Er sagt, wir sollen diese Difficulty nicht spielen, wenn wir nicht bereit sind. Ja, keiner. Woher soll man aber wissen, dass man bereit ist, wenn man es nicht ausprobiert, ha? Richtig. Naja. Außerdem ist es halt auch ein bisschen Glückssache und das Team muss, also gerade der muss jetzt meckern, ne? Der schon wieder sonst wohin gerannt ist die ganze Zeit. Also das ist immer. Ja, und er ist ohne irgendwelche Feindeinwirkung von der Brücke gestürzt. Yeah. Und ich frage mich halt wirklich, weil irgendwie bitchen bei dem Spiel vor allem immer die rum dann, also öffentlich im Chat, die immer eher Solo-Ding machen, die halt überhaupt nicht teammäßig spielen. Das ist tatsächlich wahr. Das sind so immer die Art von Leuten, die erwarten, dass man ihnen hinterher rennt und ihnen den Rücken frei hält, aber nicht bereit sind, das Gleiche zu tun. Das hier wäre möglich gewesen, wenn wir zusammengeblieben wären. Ja, aber Brack hinterher rennen die ganze Zeit ist halt auch ein bisschen scheiße. Nee, also, aber das ist einer von denen, die sich für super talentiert halten und deshalb muss jeder ihnen folgen. Ja, wenn die anderen zu langsam sind, dann, ja. Hm. Dann liegt es aber nicht an ihm. Nö. Okay, Leute. Ja, am Ende, man müsste wahrscheinlich das komplette Video einmal analysieren. Ihr seht wahrscheinlich als Zuschauer, das geht einem ja immer so als Zuschauer, auch nochmal deutlich mehr und seht wahrscheinlich auch, okay, also hier ist auf jeden Fall viel falsch gelaufen, da und da. Wenn man selber spielt, dann sieht man natürlich nur ganz offensichtliche Sachen, wie eben, dass Brack irgendwie immer 2 Kilometer weiter vorne ist und man versucht eben mühevoll hinterher zu rennen. Vieles andere merkt man natürlich dann nicht so. Also Sachen, die halt untergehen können. Natürlich haben wir garantiert gerade auch 1000 Fehler gemacht. Will ich gar nicht sagen, dass jetzt nur. Also es lag jetzt sicher nicht nur an Brack. Ich will das sagen. Doch, ich schon. Es lag nur an Brack. Es war komplett seine Schuld. Brack, wenn du. Ja, Brack, wenn du hier zugucken solltest, sofort bitte den Kanal deabonnieren, komm nie wieder. Installier das Spiel, du bist doof. Okay, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich gelobe Besserung. Es war jetzt auch tatsächlich die erste Runde mit dem Stab. Ich muss jetzt erstmal rumprobieren mit dem Stab. Wie weit ist die Reichweite? Wie viele erwische ich? Mit welcher Aufladung? Das wird jetzt auch nochmal interessant. Da wäre jetzt tatsächlich ein Stufe 2-Ding erstmal besser gewesen, um den Stab kennenzulernen. Habe ich verplant. Tut mir leid. Ich habe den Stab vor 2 Minuten gekauft, also 2 Minuten vor der Runde gekauft und ich habe es vergessen. Passiert. Ja, dann hoffentlich aber trotzdem bis zum nächsten Mal. Es macht ja auch Spaß, Leute versagen zu sehen. Ich muss es ja auch zugeben. Wenn ich Let's Playern zugucke, freue ich mich auch über die Runden, wo sie verkacken, weil es einfach auch witzig ist. Naja. Ich habe mir ein Energieschwert gekauft. Sehr schön. Oh, warte mal. Wir sind nicht Level 14 geworden, ne? Nein. Okay, sonst hätte ich jetzt auch nochmal eine neue Waffe gehabt. Aber gut. Wenn wir gewonnen hätten. Aber ich mag meinen Stab, ich würde den eigentlich gar nicht mehr tauschen. Jetzt habe ich, tatsächlich noch einen Stab im Petto für Level 14, aber da muss ich dann mal gucken, ob ich den überhaupt tauschen möchte so schnell. Du kannst auch einfach den Stab aufwerten. Oder so. Weil der gefällt mir ganz gut mit dem Machtblitz. Toll, ich bin jetzt ein Zip. Aber es gibt auch andere Stäbe, die das gleiche können wie er. Da musst du nur auf die Waffe achten. Ja, ich muss mal gucken, was der andere Stab, den ich noch im Inventar habe, kann. Gut, Leute, jetzt will ich euch aber auch nicht weiter aufhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.